Hallihallo, liebe Leute. Willkommen zu einer weiteren Runde Palworld. Zusammen mit meiner lieben Freundin. Hallo. Hallo. Okay. Also, Server. Ich mache Server an. Wir spielen einmal auf dem Server. Der Server ist an. Der Server ist an und ich kann mal Le Musik wechseln auf Le Palworld. Let's go! Perfekt. Let's see. Jetzt muss ich nur noch die ganzen Sachen hier einrichten. So, perfekt. Sehr schön. Gibt übrigens ja, schlechte Neuigkeiten. Schön. Ja. Die eine Ecke im Haus ist schon wieder weggebrochen. Und ich kann mir wirklich nicht erklären, warum. Okay. Hm. Das ist natürlich sehr schlecht. So, wir haben Strom. Was wollte ich eigentlich machen? Wollte ich mir das angucken, was? Hm. Okay. Oh! Wow! Oh, wait! Kann das sein, dass das quasi außerhalb eigentlich des Bereiches ist, in dem wir bauen dürfen? Weil hier ist ja die blaue Linie, you know? Und dass das vielleicht genau, dass das da zu viel außerhalb ist. Dass das deswegen wegbricht. Das würde Sinn machen. Ja, blöd. Das ist blöd. Ja, das ist blöd. Für die Ästhetik. Ja gut, du kannst es ja wieder hinbauen. Das wird dann halt beim nächsten Mal wieder abgerissen, ne? Das bringt mir ja nichts, weil ich kann ja nichts hinstellen. Weil jedes Mal es kaputt geht. Das ist richtig, müsstest du halt immer wieder bauen. Okay, sollte ich jetzt... Nein, das war falsch. Ich wollte mal hingehen und wollte echt mal mir so ein bisschen was hier machen, ne? So eine Moskete oder so. Ein Musketchen. Kurz noch für alle, die auf YouTube das Ganze schauen. Es kann sein, dass vielleicht ab und zu mal kurz so ein Ad-Break erscheint. In der Zeit hat der liebe Stream den kleinen Nachteil, dass sie eine Werbung bekommen. Aus dem einfachen Grund, weil ich auch als Affiliate nicht davon befreit bin, dass vor meinem Stream Werbung geschaltet wird. Und deswegen muss ich die Werbung über den Stream verteilen. So dass das nicht passiert. Also wenn neue Leute reinkommen, dass halt quasi keine Werbung mehr geschaltet wird, wenn sie reinkommen. Ein wenig doof. Ist aber so. Deswegen, in der Zeit seht ihr einen kurzen Adbreak. Wir bleiben einfach stehen, wir reden ein bisschen. Und wenn der Adbreak vorbei ist, dann geht's ganz normal weiter. Ich habe das so entschieden, dass das für YouTube so drin zu lassen, weil ich glaube, es gibt keine wirklich coole Lösung, wie man das anders machen könnte. Also es ist wirklich, es ist zum Weinen. Aber wenn man die Werbung ausschaltet, kommt sie trotzdem. Und das ist kacke. Dann kann man sie auch anlassen und dann stellt man sie so ein, dass die Leute, die den Stream gucken, auch nicht so viel davon impacted sind. Beziehungsweise gerade welche, die neu dazukommen. Ihr wisst ja, wie das ist. Man geht ja schnell wieder weg, wenn plötzlich ein Stream anfängt, Werbung zu schalten, obwohl man noch gar keine Minute von dem Streamer gesehen hat. Ja. Ist halt ein bisschen doof. Ist halt wirklich ein bisschen doof. So. Ja, irgendwas. Oh. Okay. Wir brauchen noch ganz, ganz,
ganz, ganz viel Eisenbahn. Ganz, ganz viele. Ich gehe mal gerade gucken, wer unsere andere. Was? Eine Eisenfarm haben. Gut, dass wir eine kleine Farm haben, ja. Das ist echt super. Hallo, wie geht's euch? Oh ja. Da, hey. Wir haben schon 629 Zuckerwatte. Oh! Holy! Haben wir auch viel Eisen? Wir 565 ja. Eisenbarren könnten wir machen. Ich mache erstmal 250 pro Ofen, weil das wird natürlich. Das dauert natürlich auch, ne? Ich bringe immer die Produktion. Und dann machen wir hier den Rest. Holy moly! Okay, das hat sehr gut gefarmt. Und so. Wir müssen mal gucken, dass wir. Dass wir was anderes noch machen als Beeren. Weil, je nachdem, ich habe gehört, je nachdem, was die zu futtern bekommen, dann arbeiten die auch natürlich länger und effektiver. Irgendwie. Sollen wir denn mal ein rote Beerenfeld wegmachen? Ja, hier auf jeden Fall. Also die haben 3000 Beeren, die hier bei der Farm. Also ich würde jetzt glatt behaupten, das können wir mal wegmachen. Ja. So. Und dann müsste man wahrscheinlich mal ein bisschen cooleres Zeug machen. Zum Essen. Das wäre wahrscheinlich angedacht. Da ist der Kochtopf. Marmorist-Steak. Okay. Ich glaube halt, wir müssen auch den ungewöhnlichen Kram quasi dann machen, ne? Damit die so richtig hyped sind. So, ja. Können wir machen. Glaube ich zumindest. So. Gut. Eisenbarren brauche ich noch ganz viele. Das wird die jetzt natürlich. Das wird die natürlich jetzt ein bisschen beschäftigen. Dann sicher auch. Ja gut, wir haben auch noch unseren guten Arsox, den wir gefangen den wir befreit haben. Der wird da halt natürlich dazu führen, dass wir relativ schnell ein paar Eisenbarren bekommen. Der hat nämlich Feuer 2. Ich mach mir mal so eine Muskete, hä? Alles gut, oder? Mach mir auch eine Muskete. Ja, muss ich gucken. Sollte aber eigentlich. Ich bräuchte noch ein paar Paar. Sollte, glaube ich, gehen. Ich muss mal kurz hier. Ja, auf meinem Mobiltelefon. AKA Handy. Auch mein Stream auf. Und noch ein paar grüne Sternen. Ich glaube nicht. Ich kann es dir gleich sagen. Ich mach immer die Muskete hier fertig. Und dann kann ich dir es genau sagen.
glaube, ich war relativ oben, was das angeht. Doch, ich habe noch 11. Never mind. Doch gar nicht so. Normale. Ja. So, was für Munition brauche ich denn? Eine Muskete. Auch minderwertige Munition. Okay. Ich kann sogar noch eine machen, ja. Es wird noch eine gemacht. Zement nehme ich auch hier rein. Ich teile die Munition mal gerade und leg dir nochmal so ein bisschen was hier rein. Dann, wenn du die Muskete hast, kannst du dir das rausnehmen. Okay. So, jetzt würde ich eigentlich auch gerne die Pal. Das Paar Sphärens Fließbandwerk machen. Problem ist halt, wir brauchen Metall. Ganz viel. 100 Stück, um genau zu sein. Okay. In Arbeit. So, was kann man denn derweil noch machen? Die sind alle in Arbeit, das ist auch, das ist wahr. Also die Basic Paars habe ich jetzt alle schon da. Das wird wirklich. Kann ich Basic Bosse nochmal durchmachen? Wir könnten ja mal ganz links da hier Eingang zur Klamm. Könnten wir mal hinreisen und dort weiter erkunden. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Das können wir gerne machen. Einmal dorthin. Und dann ein wenig Erkunderinon. Also die Muskete, kann ich die schon... Hallihallo, Marc. Hallo. Was los? Ist dir übel? Hm? Ja, der hat kurz Smileys gemacht. Oder ist meine Qualität wieder so schlecht? Nee, nee. An mir sollte es eigentlich nicht liegen. Okay. Bin ich ready? Ja, die Muskete. Oder willst du die nicht? Wie schon. Ach, hat er schon fertig gemacht. Hast du ja Munition geholt? Nee. Die in der Kiste? Ja, in der ganz rechten. So, dafür brauche ich... minderwertige Munition. Für Waffen von Typ Muskete, ja. Genau. Ja. So, dann baue ich mal dahin. Let's go. Portiport. Was bist du denn? Oh, nein! Oh, ein Mozzarella! Oh, eine Kuh! Die läuft davon! Oh! Okay, das macht wieder mit. Ich hab einen Baseballschläger, ansonsten hau ich damit noch ein bisschen. Nice! Und au! Okay! Was seid ihr denn? Oh Gott, das war ja wirklich heftig lange zum Nachladen. Und dann schieße ich daneben. Mein Chili, das ist mein Chili. Kannst du in der Zeit mal nicht nachladen? Okay, der ist verfangen.
Okay. Nehmen wir es aber auch. Ich habe mein Chili weggenommen. Was hat er fallen lassen? No. Okay. Ein Wandwurm. Wandwurm. Oh, ein Featherray. Den brauche ich noch. Okay. Ja. Moment, der macht schon noch 12. Okay, ich glaube, der wird eigentlich nur mit dem Ding gefangen war. Wo ist mein Bogen? Was denn da? Ein Bronze Dingsbumsen. Ah! Alles ist neu, okay. Ich verstehe. Oh, oh mein Gott. Jetzt. Ich glaube, ich hoffe, das reicht. Nein! Bleib drin! Get him! Nice. Okay. Ja, das hat ja schon mal gar nicht mal so gut funktioniert, dass da die Ads aktiviert wurden. Ich hab für dich. Nimm. Ja. Pick it. Ein Volleypump. Ich muss so gerade manuell die Ads aktivieren, okay? Das ist halt gerade ein bisschen doof. Dann muss jetzt mein... Dann nehme ich's mir. Ach so, nee, die Ads laufen noch gar nicht. Das ist ja nur ein Countdown. Ich bin sehr verwirrt. Durch das ganze Ding bin ich jetzt extrem verwirrt. Mann. Jetzt hier hin und nimmst dein Ding. Du musst nur noch einen Ball drauf werfen. Was ist denn? Woolly Loop. Ja, einmal ja, durch um weg. Ich komme. Ey. Wirf drauf. Please. Come on. Ab. Ja? Nein! Sag mal! Aha, gut. Okay, das Ganze hat doch funktioniert. Boah, Mann! Das mit den Ads ist echt nicht so einfach, ne? Also es ist wirklich, ich muss da erstmal noch so ein bisschen reinkommen. Jetzt hat nämlich alles funktioniert, der Streamerbot hat auch funktioniert. Dann sollte das ja kein Problem sein. Was sind wir denn hier eigentlich? Okay. Da in der Nähe ist auch noch ein Boss, ja, ne? Ist schwerer. Wusste ich noch nicht, ich sehe nur Schnellreisepunkt. Oh, da ist ein Dire Hall. Schnellreisepunkt? Ah, den sehe ich noch nicht. Ich weiß nicht, wo ich auf Uni gelaufen bin. Anderthalbe Minute kann auch ganz schön lang sein, ne? Manchmal können Sekunden ganz lang sein. Das ist auch wieder mal. Oh, das ist ein Mozzarella. Es backt im Berg rum. Geil. Das ist ein Dungeon. Yay, meine Community ist zurück. Perfekt. Ja. Okay. Gute Mozzarella. Ich weiß nicht warum, aber mir kommt das Spiel heute mega buggy vor. Ehrlich? Ja. Ich versuche die gerade vom Berg zu schießen. Von irgendwas habe ich gerade Öl bekommen. Etwa von dem... Wie heißt es? Wyvern ist gestorben. Bronchery? Nee, Bronchery hat... Bronchery kann Tomatensamen... droppen. Gestorben ist das Flugdings, vielleicht war es das? Nee, da hatte ich drauf geachtet, da hatte ich nichts davon. Mozzarella gibt auch kein Dings. Weiß was ist denn das Flugding? Volleypoop gibt das! Hochwertiges Palöl!
Ja, nice. Hast du die Mazarina gefangen? Mhm. Fang hier noch so ein. Fang ich hier noch so zwei Alpakas? Oh, oder noch 96 Minuten. Ja. Wo ist es? Könnte deine Unterstützung hier brauchen? Ich bin bei dir. Wo soll das sein? Da, über dem Berg. Oh, das war ein Fortschnitt. Nein, ein Packer. I need you. Mal schauen. Ins Gesicht. Ich tue immer zu spät ausweichen, ne? Lass dich fangen! Come on! Nein! Jetzt aber! Nein! Darauf auszuweichen! Komm schon! Ja! Ja! Nice! Uiuiuiui, ein hochwertiges Panelöl bekommen. Ich würde mal gerne mir so ein bisschen. Ich glaube, das war doch da hinten. Das Boss-Mob. Ich will mir das Boss-Mob so ein bisschen angucken. Mal bitte. Mach ich in diesem Parker rum? Kannst du mich mal bitte retten kommen? Ja. Kann mich nicht mal bewegen. Okay, jetzt ist er weggepokt worden. Nein, der läuft nicht weg. Oh, hier sind ganz viele Mazarinas. Die motzen rum. Ich glaube, die sind aber. Ja. Die machen schon relativ viel Damage. Hey, bleib! Drin. Ja, nein! Bleib jetzt drin! Do it! Nice! Okay, ich glaube den. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Ah ja. Bin nicht so hundertprozentig sicher, aber ich glaube, den Boss von hier erreichen wir nicht. Das glaube ich. Ja, ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Was ist er denn für ein Kerl? Sieht aus wie das Maschinengewehr. Ich habe übrigens. Ich habe ungenutzte Werte. Aha, ich level mal auf. Der Igel denkt sich so, nö. Was soll ich hier? Holy moly, der hatte gerade was. Der wäre bestimmt ganz gut gewesen. Hat er gerade echt keinen Damage von meiner Flinte bekommen? Ah doch. Da hat's mal gerade ziemlich geleckt. Der Damage ist ja wirklich sagenhaft. Holy moly. Was war drin? Nochmal so ein Papagei. Oh, wait. Ich kann. Kann da auch nochmal aufmachen, aber da ist doch nichts mehr drin. Oh Gott. Okay. Wenn die gepult da drüben? Ich glaub schon. Wer wird gepult? Ah, nochmal Kugelfischer, ja. Ach Mann. Die ist daneben. Hast du es gerade getötet? Ja, ich hab vergessen, dass ich das nicht. Ja. Schlecht. Einfach schlecht. Ja. Hat mir das auch. Hätte genau schlecht gemacht. Oh mein Gott.
Oder so eine Packe. Da brauche ich auch noch. Ja, ja. Ja, dann gönn dir. Zehn. 13%. Ja. Holy moly, mit. Okay. Ja, nice. So, dann würde ich sagen, einmal hier hoch. Ja, also noch vorne. Mazzarinas und Wollipups. Ja. Auch noch ein Melpacker. Dann habe ich Fangbonus. Oh! Easy. Ich würde mal fast behaupten, Headshot. Oh Gott, da oben sind wieder welche. Oder? Okay. Ich hab immer die Feuerpan hier auftauchen. Ich hab jetzt wieder auf Armbrust geswitcht, weil mir das einfach zu lange Frist ist. Ja. Mann, ich schieße auch immer daneben, ey. Okay. Mal gucken, ob ich es schaffe. Nein. Komm schon! 20%, 24%. Hallo, was ist denn das? Das muss doch. Ja. Nice. Hallo. ich habe jetzt gerade mal zwei. Der nächste geht dann wieder an dich. Da sind auch wieder Mozzarinas, ganz viele. So, oh, da ist auch noch ein Dungeon. So, was? Wir müssten mal hingehen. Hast du zufälligerweise die Sachen markiert? Aber. Wir müssen mal hingehen und müssten die Dungeons und alles markieren. So dass wir wissen, da sind Dungeons. Das wäre ja zu sinnvoll. Stimmt. Ja, das ist schon besser. Gönn's dir! Bleib doch mal! Ja. Hab ich zu lieb? Okay. Dann ist auch noch Wild Area. Ah, guck mal, da ist eine Lieblingsstatue. Ja. Ich hatte dir doch Nightwing Sattel gemacht. Oder hast du. Ich bin aber nicht dabei. Das ist natürlich nicht so cool. Deswegen move ich jetzt mal zurück. Ich habe keine. Viel Sphären hab. Und dann bin ich mal gespannt, ob es hier in dem Gebiet coole Nachtsachen gibt. Ja, ich habe nur ein Ei gefunden. Wie lichtiger Händler. Ansprechen. Oh. Where are you? Hen King hat er dabei? Ein Lunaris. Wieso? Ein Petalia. Ah. Jolt Hawk Christ. Incinerum Noct. Das Petalia sieht echt süß aus.
Buch? Okay. Oh, ein Lunaris. Oha, das hat 3 Jahre Arbeitsspeed. Holy moly. Ah, das ist viel Gold. Das ist sehr viel Gold. Sowieso später vermutlich bekommen werden. Bin ich denn nicht so hundertprozentig. Oh, man kann kleine Eisbären aufsammeln. Bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, weil manche Pals bekommst du nämlich, glaube ich, auch nur durch Züchten und so. Also da gibt es ganz viele, die du halt nur durch besondere Wege bekommst. Pistolenmunition. Huch! Ups! Ich hatte einen Nightwing draußen. Ah, nee, oh, da war ein Bodypoop. Boy waren auch schon kaputt gemacht, ne? Was? Ja, ja. Hast du jetzt nicht mal einen gefangen? Ich hatte fast einen, bis dein Dings mir den kaputt gemacht hat, weil du den draußen hattest. Warte, war hier nochmal eine. Ne, hier nicht. Irgendwo hier war doch auch so eine Höhle oder so. Das nicht so? Nicht nett gesagt, hier ist auch noch eine. So, ja, ich habe hier nur noch Illusion. Nee. Bleib in der Palsphäre. Ja. Gut. Schon. Bei 40%. Ich hoffe, dass du bei Nacht irgendwas Cooles spawnt. Ach Gott. Also kann halt sein, hier sind ganz viele Wilderer auf jeden Fall nochmal. Wack. Ah, guck mal, hier ist nämlich noch eine Höhle. Okay, ich direkt mal nochmal. Ganz viele Wilderer, die sich streiten. Ah, die tun sich untereinander streiten. Guck mal. Nee. Chillet, einfach kurz ein Prozess. Na guck mal, da oben ist auch noch eine. Was ist das denn? Ein Loop Moon. What? Oh no, Chill ist so stark. Hin! No. Komm her. Wo ist es hin? Ich hab's verloren. Ah, hier sind sie. Ein Kognito. Ein Kognito! Ach, da ist der. Das ist das Ding, was du. Ein Loop Moon. Oh Gott. Okay, der hält viel aus. Nee, das war die falsche Taste. Huch, hat sich porten? Wartet. Nice. Ich habe ein Kognito. Ein Inkognito. So, Schnellreise ist freigeschaltet. Dann reise ich mal. Was ist denn das?
Uschi? Nochmal ein. Lookmoon. Nochmal ein neuer Boss. Ein Bushi. Ich gehe mal kurz in das andere Lager davor. Hol die ganzen Metallbarren mit. Oh ja, oh ja. Sehr schön, sehr schön. Und dann komme ich wieder in unser Lager. Einmal alles abräumen. Aufräumen. Einräumen, zwei räumen. Ich denke, wir haben abgeräumt, so viele neue Parts, wie wir gesehen haben. Ja, wir haben gut abgeräumt hier. Ich hab sogar Milch jetzt. Ciao. Zaminerfleisch. So, die Munition hier wieder rein. Heilseele. Das da. Ich habe Tomatensamen. Die da rein. Jo. Damit können wir wahrscheinlich noch nichts anfangen, aber was wir machen können, ist vielleicht tut die Mozzarina, die würde ich da mal reinholen für den Gumos. Ich tue die Mozzarina nämlich hier Dings produzieren, Milch. Aber was wir dann nämlich mal machen könnten, wäre uns eine Torte machen. Weil wir haben jetzt Mehl, wir haben rote Beeren, wir haben Milch, wir haben Ei. Das Einzige, was noch fehlt, ist, dass wir Honig bekommen. Von irgendwas habe ich Honig bekommen. Von was habe ich Honig bekommen? Auch nicht suchen. Nichts von den Sachen dort. Ah, von den Cinemoth. Von den Cinemoth habe ich Honig bekommen. Die sind oberhalb von dem. Von unserer Erz. Von dem Erzfarmgebiet, sage ich jetzt mal. So, es wird, glaube ich, wieder Tag. Wir können es vergessen, uns hinzulegen, ne? Der Tombat droppt kleine Palseelen. Der Tombat droppt Pal sehen? Achso, du willst dich gar nicht hinlegen, ne? Oder ist egal. So. Guck mal gerade. Kann ich denn schon zufälliger? Ich kann das fliegen. Okay. Also das kann natürlich wann anders wieder weg, ne? Aber das muss ja jetzt einmal ausprobiert werden. Ja. Was denn? Stuff. Doch nicht. Immer? Die Ästhetik. Du zerstörst meine Ästhetik. Nee. Fühlst du dich zumindest ein Stück schuldig? Also, wenn wir noch einen Lager freigeschaltet bekommen, dann können wir ja da hingehen, dann baust du mir da so eine Fabrik. Aber ich muss das da jetzt bauen, sonst können wir.
Ja, aber das da muss ich ja jetzt bauen, sonst können wir nicht unser Dings upgraden. Hm. Man kann es ja immer noch mal abreißen. So ist es ja nicht. Ist ja alles abreißbar. Das wird schon. Guck mal, die Pals, die freuen sich schon so dolle, die tun da alle mitarbeiten. Die wollen Fließbandarbeit machen. Die wollen das. Die haben da richtig viel Lust drauf. Yay, Mission erledigt. Siehst du, mit dem nächsten Upgrade will man sogar ein weiteres Lager bekommen. So, baue Waffenfließbandfabrik, baue luxuriöse heiße Quelle. Heiße Quelle vor allem. So, was kann man hier Rezept wählen? Die sind günstiger, wenn man die am Fließband herstellt, glaube ich, oder? Warte mal. Kosten die denn, wenn die hier so hergestellt werden? Ne, 1 zu 1, 5, 5. Ne, doch nicht. Wahrscheinlich einfach nur schneller hergestellt. Ein bisschen weird ist. Soll ich uns dann ganz viele Megasphären erstmal machen? Dass wir einfach keine blauen Sphären mehr haben? Jo. Dann machen wir mal das. Toll. Wir haben keinen Stein. So, gerade gucken, wo unser Stein abgeblieben ist. Einen schönen Steinabbau. Ja. Viel? Krieg das hier nicht raus. Ich kann mich noch gar nicht bewegen, also. Aber das kriege ich so nicht raus. Wir haben auch gar keinen Stein, ne? Warte mal. Okay. Aber ich kann mich noch bewegen. Kann ich mich noch bewegen? Aber es gibt da so einen coolen Trick. Das habe ich gesehen. Das ist voll lustig. Mach das hier rein. Trägt das jetzt zu seiner Kiste? Die richtige Kiste erwischen. Das hat wirklich geklappt. Wir haben wohl genug Stein. Ja, pass mal auf, das ist mega lustig. Also du kannst das hier alles aufsammeln, ein ganz klein wenig bewegen, dann droppst du das alles hier rein, ne? Droppst du das alles in die Kiste, dann nimmst du das aus der, dann machst du so, als würdest du das aus der Kiste rausnehmen und nimmst es aber nicht raus. Also ziehst es dir zumindest nicht ins Inventar. Dann läufst du damit den ganzen Weg hier rüber zu der eigentlichen Kiste, wo du hin willst und droppst es einfach da rein. Okay, dann hat er auch nur 3000 irgendwie übertragen anstatt 7000, was irgendwie ein bisschen weird ist. Wahrscheinlich liegt der Rest einfach in der Kiste. Ja. Du kannst das aber nur mit einem bestimmten Amount anscheinend machen. Okay. Interessant. Tipps und Tricks. Willst du dir was zeigen? Was denn? Hier kann nur ein Lichtmunk dran arbeiten, oder? Nee. Wer kann hier... Hast du hier? Nee. Doch nicht du. Er kann am Fließband arbeiten. Arbeite mal am Fließband. Arbeite! Das ist sinnvoll. Hm? Tut ja was. Wie funktioniert das denn nicht? Kann auch nicht halten zum Arbeiten. Ich hab C zum Abbrechen gedrückt. So, Rezept wählen. 80 Stück. Holy shit.
Ah, Stromzufuhr unreicht. Ah. Ja, das macht natürlich Sinn. Wir brauchen natürlich jetzt auch so ein Pal, der ein bisschen Strom erzeugt. Im Sinne von ihm hier. Immer Strom erzeugen hier. Oh. Ja, genau so. Schatz, der Fließband. Ein Fließband, es fließt. Nice. Die erste Fließbandarbeit. Juhu. Jetzt mal gucken. Ich kann jetzt mal gucken. Wo soll ich gucken? Also ist weggelaufen. Oh mein Gott. Nice. Dann hab ich was erschlagen. Oh, ah ja, Loop, Mann. Ja, ja, ja. Oh, ich auf die Kiste hier. Ah, man kann sogar auf die Kiste hier zugreifen irgendwie. Kriege ich Damage, wenn ich hier drin stehe? Ja, ja. Oh. Erzeugen die Strom. Nice. Ja, so eine Porte wäre schon cool, ne? Ja, aber hab ich kein Chiki? Hab ich nicht einen Chiki rausgesetzt? Der ist wieder reingewandert. Oder ich hab den wieder reingesetzt. Ja, wir brauchen halt Eier. Ah, ja. Platzier wieder ein. Wie zu das? Schau, wie viele Eier haben wir hier drin liegen. Ja, wir haben 9 Milch. Oh! Ist wieder Shorts. Jetzt der Adbreak. Ich stelle mich mal ins Häuslein rein hier. Wir wollen ja gegenüber allen fair bleiben. Was hättest du denn gerne noch gebaut, so im Haus? Im Haus? Mhm. Also was ich glaube ich eigentlich gerne noch hätte, wäre halt so einen jetzt nicht so ein so, wir haben ja ein Lagerhaus, aber ich will halt auch noch so ein Produktionshaus, also wo ich dann auch wirklich Fließbänder und so weiter aufstellen kann. Ansonsten alles im Haus, was so an Schnickschnack geht. Also so, weißt du, was ich meine? Diese, wie heißen sie? Hier Aufbewahrungsmöbelset und Tampanzenset, antike Aufbewahrungsset, Efeu-Teppich etc. Musikzimmerset, Metallregal, WC. Ich habe alle schon freigeschaltet, nur ich habe einfach keinen Platz dafür. Ah. Hm. So. So mein Hauptproblem. So ja, jetzt herzlichen Glückwunsch, wir haben eine Menge Pfahlbetten. Nice. Viel zu viele. Ja, das sind irgendwie 17 und wir haben nur 14 Pals. Passt schon. So, luxuriöse heiße Quelle können wir wahrscheinlich auch noch nicht machen, ne? Das ist noch ein bisschen hin. Ja, bis 2 Level. Noch 2 Level, ja. Warte, die Aussage ist auch, dass ich ein Waffenfließbandwerk mache. Das ist ja noch 3 Level hin. Uff. Oi. Das ist noch ein bisschen. Das ist wirklich noch. Das ist noch einiges hin. Metallbauset übrigens auch. Krass. Tretmine. Okay.
Ich nehme mal die Megapie-Sphären. Kommen Sie mal. Wo sind Sie? Da sind Sie. Gucken Sie mal. Das ist für Sie. Die sehen irgendwie nicht aus wie Megapie-Sphären, aber naja. Geht Megapie-Sphären dran. Ist auch bestimmt Megapie-Sphären drin. Honig. Wo hatten wir die Dinger? Also ich finde, wir sollten dieses Mamorastier in der Nähe. Die hatten wir bei dem Heuchlerhügel, also so, ne? Das finde ich. Ich finde das eine gute Idee. Das Marmorest zu machen. Das halt Level 38. Also das ist halt Level 38. Ich weiß halt nicht. Ich weiß halt einfach nicht, ne? Also ich würde. Ich finde das super. Das würde auch bestimmt. Ich weiß halt nicht, ne? Ah. Willst du einen anderen Boss machen? Ich würde in eine Höhle reingehen. Ich würde mal wieder Höhlen besuchen gehen. Das ist direkt hier Eingang zur Klamm, da ist direkt eine. Ich mag keine Höhle. Ich weiß, ich will aber. Mein Orientierungssinn in Spielen ist Zero. Ja. Oder fährst du mich dabei? Also, meiner ist over 9000. Was? Meh. Ich finde das gut, dass du das kannst, aber ich finde das einfach. Dann wieder 9000 Gold. Wir könnten dann auch mal bei den. Wir könnten bei den Händler und dann. Nein. Mal gucken. Das habe ich gemeint mit dummen Gedanken. Ah, das sind doch keine dummen Gedanken, das sind Gedanken. Nicht necessary dumm sein. Vielleicht sind die auch richtig smart. Aber ich habe kein Geld dabei. Ja, gut, kann ich mir auch nicht kaufen. Huch! Wie schade. Hust. So, was sagen denn unsere Eier? Weiß ich. Ja, noch Platz für ein Ei. Das passt doch. Supi. Oh no, ich hab's getötet. Ja, das wird natürlich nicht gefallen. Okay. Wohin? Nice. Wo bist du denn? Zu mir. Bei der Hoffnung hier Klammen Dingsbumsen. Oh, gerade eben schon mal. Genau. Genau dort. Oh, oh, Azox. Oh, 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 da brauchen wir alle davon. Die sind so fucking. Okay, da brauchen wir alle davon. Das sind aber sehr viele. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sind sehr viele. Da muss ich doch. Oh Gott. Fucking hell. Okay, eins ist schon dead. Nein! Hast du irgendwas drauf, was gerade Damage macht? Ja, hast du. Okay, die Stock aber doch schon ganz gut Damage. Nice. Also ich konnte jetzt zwei fangen. Das hast du, oder? Ja, muss man kurz gehen. Das will irgendwie nicht, ja? Nö, gar nicht. Ich werf die ganze Zeit schon grün, weil wir haben ja jetzt. Grün, die haben jetzt ein bisschen grün. Grün bringt nichts.
Besser. Darf sie auf mich hin? Zu. Ach komm. Oh. Fluchen erlaubt? Was? Ist Fluchen erlaubt? Ja klar, ist Fluchen erlaubt. Natürlich, warum sollte es das nicht sein? So, sind Sie ready? Let's go. Eine Stunde. Dann bricht der Dungeon in sich zusammen.